Einen schönen Nachmittag. Ich bin jedes Mal, wenn ich da bin, überrascht, wie viele Leute da sind und wie gut das Ganze organisiert ist. Im Gegensatz zu mir, da dürft ihr jetzt dann eure Witze selber machen, meine Präsentation natürlich nicht auf den Schirm, sondern nur auf den Schirm. Das heißt, ich muss euch erzählen, was ich da auf meinen Slides sehe. Aber die Konsole funktioniert, das heißt, das ist alles gut. Vaterland gerettet. Es geht ums Thema SSH. Und zwar habe ich mir überlegt, als Thema eben SSH, was? SSH kann auch das? Das heißt, worüber wir nicht sprechen werden, ist das Thema Security per se, sprich, welche Encryption-Methoden, welche Keys, Längen etc. Geht's auf die Crypto-Party oder fragt es den Sven am Dienstag, wann ist das? Um 20 Uhr? 20 Uhr im Realraum. Im Realraum. sondern wir reden so Tipps und Tricks, wie kann man sich das Leben vereinfachen, was kann man mit SSH alles anstellen. Der Großteil rein kleinseitig, das heißt, brauche ich nur bei mir lokal in der Config ein bisschen herunterhin oder mit der Kommandozeile. Ein paar Sachen, wo man am Server auch was tun muss, also für die keinen SSH-Server direkt unter Kontrolle haben, wird das vielleicht mehr informativ als sonst was werden. Kurz zu meiner Person, Martin Leirer. Ich höre auf Martin, ich höre auf Ed Leirer, das haben sie mir auf Twitter angewöhnt. Fragen bitte jederzeit, Handzeichen, Rotfeuer schießen, wie auch immer bemerkbar machen. Ansonsten, ja, habe ich noch was vergessen? Feedback vorher, nachher, währenddessen immer wieder ausfüllen, Pentabuff hineingehen. Dann gehen wir doch in Medias Res. Wer hier hat hier SSH, wie frage ich jetzt, damit es weniger peinlich ist. Wer hat SSH schon einmal verwendet? da kommen dann zwei Hände. wer hat bis jetzt SSH nur mit Benutzername, Passwort und ohne Keys verwendet? Das ist nichts Böses. ein paar Hände, sehr gut, das heißt, den Teil kann ich kürzer machen. Wer hat schon mal in der SSH-Config herumgeschraubt, gebastelt? Gut, ihr könnt rausgehen, macht es den Leuten Platz, die das noch nicht gemacht haben. Nein. Wenn ich was vergessen habe oder wenn ihr was noch habt, was ich nicht gebracht habe und nicht bringen werde, mir mailen oder twittern, jetzt sagen, wie auch immer. Gut. So, jetzt ist es überhaupt nicht, weil ich habe den Schirm nämlich nicht da. Das heißt, ich darf jetzt immer so tippen. Das wird ganz super. Theoretisch sollte ich jetzt auf der Maschine... Nein, das ist zu groß. Geht es noch hinten? Ja? Sprachausgabe mache ich jetzt nicht, sorry. Das ssh.sample.com. Ich habe jetzt natürlich keine History, sonst wäre es einfacher. Hurra! Es funktioniert, da unten ist der Prompt. Danke. Das hat jeder schon mal so in der Art irgendwie gesehen. SSH mit einem Benutzernamen, einem Passwort und ich komme auf eine Remote-Maschine. Das ist jetzt meine VM da, falls jemand jetzt Fahrt ist und meint, er kann sich da, soll er, das Ding schmeiße ich nachher wieder weg. Was habe ich da themenmäßig jetzt eigentlich vorgehabt? Ah ja, genau. So eine SSH-Maschine. Los. Hier, so. So eine SSH-Maschine, also für SSH gibt es ein Config-File. Wo liegt das Config-File? Ja, .ssh, h, mit h, dann ist es besser, config. Ah ja. Ja, was sonst? Ich hätte mich doch nichts anderes getraut. So, das müsste jetzt eigentlich stimmen. Hurra! Nachdem ich gewusst habe, ich komme nach dem Sven dran, habe ich mich nicht getraut, irgendeinen anderen Editor zu verwenden. Das ist so ein SSH-Config-File. Das ist im Normalfall leer. Nada. Was man bei so einem Config-File jetzt machen kann, ist, man kann gewisse Host-Einträge machen. Die Host-Einträge, das sind quasi Aliase, da kann ich mir irgendwas eintragen.
nachdem ich weiß, ich tue mir immer schwer, bei Präsentationen zu tippen, habe ich mir da einen Alias schon vorbereitet, und zwar den Demo. Der macht mir nichts anderes als eine Auflösung des Namens Demo auf den richtigen Hostname meiner Beispielmaschine. Hurra! Brauche ich weniger tippen, ich vertippe mich trotzdem heute noch genug oft genug. Kurze Frage noch, bitte. Das ist globale File, nicht das SSH, Nein, das ist bei dir im Mund, das ist das per User. Aber es gibt aber auch globale Settings. Es gibt auch globale Settings, genau. Da kannst du im Prinzip dasselbe auch hineintragen. Aber ich habe das lieber per User. Aber ja, du könntest das theoretisch auch etc. SSH, SSH, underscore config eintragen. Nachdem wir jetzt noch ein bisschen mehr machen wollen, machen wir noch was gleich was dazu. Zwar machen wir ein Control-Master dazu. Da ist das nette Teil an, das nette an dem ist, ich baue einmal meine Verbindung auf, und wenn ich dann eine zweite Verbindung aufbaue, um zum Beispiel per SCP eine Datei zu übertragen, oder weil ich eine zweite Shell brauche, dann benutzt er die Verbindung mit und baut nicht eine zweite neue Verbindung auf, wo ich wieder Benutzername, Passwort etc. pp. Eingeben muss. Das heißt, mit den zwei Einträgen auskommentiert. Sollte ich jetzt so, da dann. So, wie war das? Das habe ich ja jetzt schon beim Sven gelernt. Nein. Falsch. So, Timux. So, besser. So. Das heißt, ich baue hier mein. Das heißt, ich schreibe jetzt hier nur noch Demo hin, damit verwendet er meinen Alias. Das sollte funktionieren. Jawohl. Da. Runter. Jetzt bin ich unten. Jetzt bin ich quasi in meiner zweiten Session. Und jetzt kann ich hier auch sagen, es ist ein Demo. Kein Passwort eingegeben. Hurra! Das heißt, er hat mir meine Verbindung mitbenutzt. Awesome. Nicht mit der Maus, gib die Finger weg von der Maus, Martin. Dann haben wir gesagt, sollte ich doch so. Dann haben wir gesagt, dann habe ich da jetzt noch was versteckt gehabt, und zwar das Control Persist. Das ist auch ein ganz praktisches Teil, das Control Persist hält mir die Verbindung im Hintergrund offen. Und zwar für einen bestimmten Zeitraum, in dem Fall 4 Stunden, weil ich hoffe, dass ich nach 40 Minuten da wieder draußen bin und das Ding vom Netz nehmen kann. Aber theoretisch könnte ich jetzt in den nächsten 4 Stunden, wenn ich einmal eine Verbindung aufgemacht habe, wieder eine Verbindung aufmachen, und er dürfte mich nicht nach dem Passwort fragen. Wäre die Theorie. Auch hier wieder. Binieren ist SSH Demo. Badam. Exit. Bin wieder in meiner Umgebung, und wenn ich es jetzt noch einmal mache, hat er mich nicht nach dem Passwort gefragt. Das heißt, ich hab einen Reuse von der Verbindung. Die Befehle und die Configs sind auch dann alle in den Slides drinnen. Oder man liest einfach Mann SSH, aber das ist irgendwie. Können wir auch machen. Also ich mache jetzt da die Mann-Page auf, und wir gehen einfach die Parameter durch, wenn euch das lieber ist. Also ich bin da emotionslos, was das betrifft. Was wollen wir noch machen? Genau, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das sich jetzt so eingerichtet hat, kommt man dann immer, habe ich da jetzt noch eine Verbindung offen oder nicht? Oder warum verhält sich das Ding so komisch? Was heißt SSH-O check Demo? Wollte man eigentlich? Kommt. So. No. Okay. Dann nicht. Oder es ist wieder der Klassiker. Du bist doch auf der falschen Maschine. Danke. Das ist so schön, wenn man mitdenkt. Ich bin ja natürlich noch draußen. Ja, besser. So, SSH-O. Check. Demo. Da habe ich einen. Hurra. Hat er was gefunden. Und jetzt kann ich statt mit Check, mit Exit. Exit mit
plus 10. Nosat 2 Das heißt, damit kann ich mir dann diese persistente Verbindung, die ich im Hintergrund offen gehabt habe, auch wieder rausputzen, wenn ich es nicht mehr will, wenn ich weiß, ich bin für heute fertig oder sonst irgendwas. So, kleiner netter, kleiner Trick für nebenbei. Was sagt mein Skript? Sorry, ich muss immer leider auf mein Skript zurückschauen, weil ich war die ganze Woche nicht in Österreich und konnte mich nur bedingt vorbereiten. Bitte um Verständnis. Control Persist. Das, was wir da gemacht haben, funktioniert natürlich auch für SCP. Das heißt, wenn ich jetzt so eine persistente Verbindung habe, ja. Das hat Demo. Diesen hier. Und nein, ohne Mausmarke. So, wieder unten bin. Und ich übertrage jetzt per SCP die .output.jpeg zu meinem Demo. Dann hat er mir das jetzt natürlich auch übertragen, ohne nach dem Passwort gefragt zu haben. Das heißt, das funktioniert mit dem SCP genauso. Und was noch schön ist, das ist euch vielleicht schon aufgefallen, wenn ihr jetzt da rechts schaut, ich habe auch Tab Completion. Das heißt, wenn ich eine Bash habe mit Tab Completion, habe ich die auch gegen die remote Maschine. Das ist manchmal sehr, sehr angenehm. Ha? Ja, aber Auto-Completion ist super. Mit der Zeitschale kriegt man das natürlich auch hin. Also. Funktioniert das mit den Keys an, wenn man die Keys eingespielt hat? Passend? Ja. Aber ohne den Persistent? Auch ohne den Persistent. Okay. Zu den Keys komme ich dann gleich. Es geht darum, dass du kein Passwort eingeben musst. Wie du das erreichst, ist vollkommen egal. Ja. Ja, wiederholen Sie ja die Aufnahme dann. Also die Frage war, der Punkt war der, den die Kollegen aus dem Publikum gemacht haben. Wir haben uns jetzt die Idee, Auto-Completion funktioniert in dem Moment, wo ich kein Passwort mehr eingeben muss, ob ich das eben über so eine persistente Connection erreiche oder über ein Passwort, ist Geschmackssache, beziehungsweise Security-Sache. Da sind wir. Schau, das geht sich noch nichts aus. Das war die Persistence, die Bash-Completion haben wir auch schon. Wer hat sich noch nie einen Schlüssel für SSH generiert? Soll ich das zeigen? Zeigen? Sehen wollen? Dann machen wir es kurz. SSH Keygen generiert mir ein, öffnet mal, wie heißt es? Ein Schlüsselpaar, ein Private Public Key Pair, mit dem ich mich dann gegen den SSH Server authentifizieren kann. Dankeschön, Mitarbeitsplus. Wollt ihr Wasser? Ein Schlüsselpaar, mit dem ich mich dann ohne Eingabe eines Passworts gegen den Server anmelden kann. Üblicherweise wird es dann im Home-Verzeichnis, im .ssh-Verzeichnis unter it.rsa abgespeichert. Das soll er mal jetzt auch machen. Das Schlüsselpaar selber muss ich natürlich wieder mit einem Passwort schützen. Das heißt, ich gebe da jetzt was ein, was ich mir hoffentlich merke. Das muss nicht. Ja, aber best practice. So, jetzt habe ich den Schlüssel bei mir. Jetzt muss ich dem Server auch noch irgendwie sagen, dass der Schlüssel zu mir gehört, das heißt, ich übertrage das relevante Teil. Anderes Passwort? Da fragt mich jetzt natürlich noch nach dem Passwort. Ja, genau. Das heißt, ich habe mir meinen Schlüssel generiert, ich habe den Schlüssel
den Public Key, den Public Key zum Server hinübertragen und er sagt mir, jetzt probier es doch einfach mal aus, dich zu verbinden. Das heißt, ich probiere es jetzt noch einmal. Das ist eine Demo. Und ich bin drin. Ich also bin das drin, weil ich noch die Session hatte. Da hat mir aufgepasst. Okay. Ja, natürlich. So, danke. Ich mag so interaktive Sessions. Schau mal, jetzt soll es eigentlich. Genau, jetzt fragt er mich nach der Passphrase für den Key. So. Voilà. Jetzt können wir es noch. Da habe ich ein einfaches Passwort genommen, das geht nicht. Jetzt können wir noch das ganze Ding. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe den SSH-Agent aktiviert. Ich habe ihm gesagt, das ist mein Schlüssel, das ist das Passwort für meinen Schlüssel, merkt ihr die Info und jedes Mal, wenn ich mich jetzt anmelde, gibt er diese Info automatisch weiter und ich bin automatisch angemeldet. Und also das heißt, ich muss einmal nur das Passwort für diesen SSH-Key eingeben und bin beliebig oft angemeldet. Kann mich beliebig oft anmelden. Das funktioniert für einen Server, das funktioniert mit drei Server. Geschmackssache. Sind Windows-User anwesend? Gut. Die werden sich bis jetzt gefragt haben, oh mein Gott, was ist da, was passiert da? Das Ganze gibt es für Windows auch, nennt sich Putty und bietet im Prinzip 1:1 das, was ich hier anzeige, auch mit einem hübschen GUI und allem dazu. Also geht. Kann ich nachher gerne herzeigen, ich fahre dann gerne noch die Windows VM hoch und zeige das her, aber. Es gibt ein Putty für Linux. Nein. Ich habe Screen, wozu brauche ich sonst noch ein Serial Client? Aber gut, ja, aber gibt's auch, ja, natürlich. So, Windows kann das auch. Die Hostname-Leiste haben wir schon gemacht. So, wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Was mit dem Hostname funktioniert, funktioniert natürlich auch mit dem Benutzer, weil ich kann jetzt mein lokaler Benutzer und mein Benutzer beim Server kann ein unterschiedlicher sein, das heißt, ich kann ihm hier auch entsprechend schon die Benutzernamen mitgeben, falls sie sich unterscheiden, in meinem Fall nicht. Was man auch machen könnte, ist, wenn man mehrere dieser Keyfiles hat, kann man in der SSH-Config auch für jeden Server angeben, welches Keyfile da gilt. Was auch noch geht, ich kann natürlich mehrere Aliase angeben, das heißt, ich kann einen Rechner unter verschiedenen Namen ansprechen und ich kann sogenannte Catch-All-Regeln machen, das heißt, mit einem Sterndal statt irgendeiner Abkürzung gilt das, was ich da eintrage für alle Server. Was da steht, interessiert uns noch nicht, das zeige ich nachher. Gespeichert. So, habe ich das auch drinnen. Schlüsselwahl haben wir gesagt, Agent-Weiterleitung. Genau, Agent-Weiterleitung. So, nehmen wir an, ich bin wieder auf meinem Server und das haben wir ja oft, also wer ein bisschen Sysadmin macht in Firmen oder so, da kommt man nicht mit einem Rechner aus und meistens ist es so, dass ja ein Rechner dann quasi als Sprunggerät, der Gateway-Rechner, wie auch immer, zu anderen Maschinen geht. Das heißt, was man macht, ist, man SSH sich auf die erste Maschine und dann eigentlich auf die Maschine erst weiter zu SSH, zu der man möchte. Nicht? Also das schaut so aus. Ich mache meinen SSH zur ersten Maschine und mache dann meinen SSH zur zweiten Maschine. Und jetzt bin ich auf dieser zweiten Maschine. Das ist natürlich alles ziemlich blöd, weil da muss man sich immer das Passwort eingeben und anmelden etc. So, jetzt muss ich schon das wieder genug jetzt eingeben, dass ich wieder dorthin kommen Maschinen will. Jawohl. Das erste, was man da machen kann, man kann Agent Forwarding aktivieren. Der Agent, das habe ich vorhin gerade gezeigt, das ist das Ding, das ist das Teil, das meinen Schlüssel immer mitschickt und sich das Passwort für das, also die Passphrase für den Schlüssel bemerkt. Wir wollen ja da ordentlich BTF verwenden. Und mit der Einstellung Forward Agent kann er das auch
über mehrere Hops. Das ist recht schön. Das heißt, ich aktiviere mir das einmal, weil wir wollen ja alles an Komfortfunktionen haben, die es gibt. Dann brauche ich jetzt nur einen anderen Schlüssel. Was haben wir jetzt? Ah ja, genau. So. Und das müsste jetzt dieses Passwort sein. Gibt es einen Grund, warum du den Schlüssel nicht einfach dazu hinzugefügt hast mit SSHL? Weil ich beim Vorbereiten ein paar Mal auf die Schnauze geflogen bin. Und du kannst ja theoretisch SSH-Add sagen, welches Keyfile es hinzufügen soll. Ja, aus! So, und wenn es jetzt wahr ist, müsste ich mich mit SSH dahin verbinden können. Und jetzt, wenn ich mich jetzt dahin weiter verbinde. Persist. Na, Persist müsste schon. Ah, Persist. Okay. Ja. Wo bin ich? Ja, an und für sich bin ich richtig. So, dann drehen wir das wieder weg. So. Und das wieder raus damit. So. Aber jetzt. Yay! So, aber was ist, da machen wir gerade der Exit, das ist jetzt schon recht fein, wenn ich, Exit, das ist jetzt schon recht fein, wenn ich, Halbzeit, ihr habt das hart, Hälfte habt schon herum, yay, könnt ihr gleich wieder raus an die frische Luft. Jetzt kann ich mich bei SSH auf verschiedene Maschinen verbinden und kann dann dort Befehle eingeben, rn-rf etc., was man halt so nicht braucht. Mails von einem Benutzer lesen, die hoffentlich verschlüsselt sind, daher kann man sie nicht lesen. Aber was man auch oft machen muss, ist, man muss Files irgendwo hin kopieren, eben auf die Maschine hinter diesem Sprungbrettrechner. Das heißt, wenn man die Schmähs nicht kennt, was macht man? Man macht da SCP von der lokalen Maschine auf die Sprungbrettmaschine, dann lockt man sich auf die Sprungbrettmaschine ein und macht dann SCP von dort auf die zweite oder dritte Maschine. Ich bin ein fauler Mensch und ich will das eigentlich nicht. Und auch dafür gibt es ein Setting, wer hätte das gedacht? Wo ist mein Nim? Da ist mein Nim. Ich jetzt da? Ja. Bin ich da ganz rein? Ja. Und zwar kann ich sagen, für eine bestimmte Zielmaschine, welcher Server ist mein Proxy-Server? Sprich, mein Zielserver ist www.kakal.org, das habt ihr alle nicht gesehen, auch die auf YouTube nicht. Und ich habe dann ein Proxy-Command, das heißt, über welchen Hop möchte ich zuerst gehen? Das heißt, ich möchte zuerst gehen per SSH auf den SSH-example.com und von dort dann weiter auf den eigentlichen www.kakal.org. Und nachdem ich jetzt meine... Wir haben jetzt keine Persistent Connections mehr. Das heißt, ich habe meinen... Das heißt, was ich dann mache, ist, ich mache ein SCP, das Output liegt eins höher, haben wir gelernt. Ich möchte mein lokales JPEG-File auf die remote Maschine Kagal kopieren. Also bei mir im Büro haben wir die Regel, wenn das Handy während einer Besprechung läutet, kostet das eine Runde. Ich weiß nicht, geht das hier auch? Abstimmung, wer ist dafür? Laut, run, mein Freund, run. Das heißt, ich mache jetzt ein SCP
zu der Maschine über meinen Example. Dadurch, dass ich den SSH-Agent laufen habe, brauche ich kein Passwort eingeben. Und wie man sieht, hat er das ganz wunderbar gemacht. Und wenn ich da jetzt nachschaue, wo bin ich da? SSH-Demo. Und das. Okay, dann nehmen wir ab. Und noch einmal. So. Seht ihr, ich habe hier, ich habe auf meiner Brückenmaschine, auf diesem Zwischenhop kein Pfeil liegen und auf der. Und das ist es. 13:27 JPEG. Da. So, sieht man das auch durch. Hat wer von euch schon einmal ein SSH ein Laufwerk gemountet? Weniger. Schön, jetzt kommen wir langsam zum interessanten Teil. Das heißt, es gibt ein nettes Tool, das nennt sich SSHFS, sprich Secure Shell File System. Damit kann ich mich wieder mit meiner Demo-Umgebung verbinden. Das Demo.txt gehen wir dann nachher. Ja. Okay. Ich brauche jetzt den Fisch wieder. Wenn es ähnlich funktioniert wie Mount, ist die Order ähnlich wie beim Mount? Ja, richtig wäre es Doppelpunkt. Make Directory Demo einfach vor, oder? Na, ich habe meine T schon gemacht, da will ich sie hinhaben. Das ist mein Ziel. Ja, aber das vielleicht erwartet das nicht da hinten. Demo.gmb steht für User@host.verzeichnis. Ah, das ist die erste Demo. Das ist die erste Demo. Ja. Danke. Wenn die Slides falsch sind. Nein. Klassischen One-Offs. Und da habe ich jetzt, damit ihr mir das auch glaubt, da habe ich jetzt ein Verzeichnis TMP mit den Firmware und mit dem Mosh drinnen. Und das habe ich jetzt auch hier lokal, das heißt, ich habe mein Remote-Verzeichnis lokal bei mir gemountet. Was ich euch jetzt nicht zeige, weil das seht ihr am Dienstag im Realraum, das zeigt euch nämlich das WEM, und zwar wie man mit GWIM über SCP direkt auf ein Remote-File zugreifen kann und das dann editieren kann. GWIM, SCP, Hostname,
Das zeigt euch das Sven am Dienstag, am Abend im Realraum. So. Ich kann das auch. Ha? Wer sich noch nicht gemerkt hat, wir werden das noch ein paar Mal wiederholen. Anderes Thema. Kleines Teil ist minus T. Das sorgt nämlich dafür, dass meine interaktive Session. Ich möchte einen Lob vom Sven für meine T-Mux-Fähigkeiten haben. Ich habe eine SSH-Verbindung aufgemacht und die bleibt jetzt und hat der SSH-Verbindung, da ist sie, und hat der SSH-Verbindung einen Befehl mitgegeben. Er soll mir den Befehl HTOP ausführen. Und durch das minus T bleibt die SSH-Verbindung jetzt so lange bestehen, bis dieses interaktive Programm, was auch immer das, was man da kann man alles Mögliche machen, also interaktiv, kann man das tun. Wenn ich es beende, dann baut er mir auch gleich wieder die SSH-Verbindung ab. So ein netter kleiner Time-Saver. Wer kennt T nicht, T-E-E, und das ist nicht der Trans-Europa-Express? Gut. Von der Kraftwerknummer fange ich jetzt gar nicht erst an. Pingelig. So, jetzt machen wir einen Fokus. Demo.txt und ein Date, damit man es auch klappt. Exit. Das heißt, ich habe jetzt mit dem T alles, was ich jetzt ein- und ausgegeben habe, in ein Logfile gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt hat.session1.log mir das ausgeben lasse, dann sehe ich all das, was da passiert ist, inklusive den Date-Timestamp, damit ihr mir das auch glaubt. Auch so. Das Ganze sieht aus, wenn ich jetzt in der Session an Vim aufmache oder an Emacs. Unschön. Ja. Wenn du das erkennst auch schon, wenn es jetzt Session. Ich habe es nämlich ganz bewusst mit dem Cut aufgemacht, weil mit dem Less hast du schon die ersten Control Characters drinnen. Ja. Ja, der Sven, Dienstag. Ja. Wo denn? Die Uhrzeit von meiner Kerl? 20 Uhr. Sven Gucke, sehr empfehlenswert. Genau, in Graz. So, jetzt ist es sehr schade, dass wir da keine Slides haben, aber dann machen wir das. Ich mache das halt dann einfach. Dann mache ich das so. Wo bin ich? Da bin ich halt. Wenn ihr wollt, dass der Verbindungsaufbau schneller wird und ihr habt keine Kerberos-Authentifizierung, was man normalerweise, glaube ich, eher noch immer nicht hat, selten. Besser nicht. Das ist Geschmackssache, aber ja. Unter uns gesagt, ja. GSS API Authentication auf Null stellen, sprich den Kommentar da raus, dann geht das Ganze, dann geht der Verbindungsaufbau einmal gleich deutlich schneller. Das ist Kerberos, wenn man das nicht hat. Wenn man nicht weiß, was es ist, braucht man es nicht. Das heißt, man kann es deaktivieren. Compress ist ja auch so ein Benachricht, oder? Kommen wir gleich dazu. Das heißt, diesen hier machen und dann ist alles gut. Ich mache das jetzt noch nicht. Das habe ich nicht ausprobiert. So. Dann. Wer in diesem Raum ist Programmierer? Oder programmiert. Was ist die erste Regel
Was ist die erste Regel der Optimierung? Nicht posten. Wenn man es dann doch wieder besseren Wissens tut, was wäre dann empfehlenswert? Schwäger als zu befesten. Messen. Wer war das? Wer war das mit Messen? Physiker. Praktischer vielleicht auch noch. Messen, genau. Das heißt, bevor ich jetzt irgendwie anfange, der Kollege Herr Vorn hat es schon erwähnt, da mit Compression oder sonst irgendwie herumzufummeln, muss man mal wissen, wie schaut es denn überhaupt aus? Wie schnell ist denn das Ganze? Dafür gibt es einen recht praktischen Befehl. Wie gesagt, ist in den Slides drinnen. Der mir anzeigt, was denn so die durchschnittliche Übertragungsrate ist. Also mit dieser leicht zu merkenden Kommandozeile, die in den Slides drinnen ist, die ich dann hochladen muss, haben ja die Kollegen schon gesagt, sonst wäre ich hier nicht aus dem Raum rausgelassen. Kriege ich eben raus, okay, wir pendeln jetzt so um die 33 MB pro Sekunde. Von einer Maschine auf die VM auf derselben Maschine. Plus ein Virenscanner dazwischen, ja, ist okay. So, also messen. Jetzt haben wir gemessen. Jetzt wollen wir tunen. Und da sind wir jetzt in dem Bereich, wo wir was am Server machen müssen. Oder? Server machen? Nein. Nichts da. Nein. Nein, wir sind noch immer auf Client. Ja, Control R, ja, Team-D lesen. Ah, genau. Und ich frage das jetzt da auch wieder unten bei den Einstellungen für alle Hosts ein, das heißt, das Setting gilt jetzt für alle. Was ich mache ist, wenn ich eine schlechte Leitung habe, aber eine schnelle CPU habe, dann kann ich die Kompression aktivieren. Sprich, der Rechner, der überträgt, dampft vor der Übertragung über die Strecke alles ein. Und mit dem Compression Level kann ich dann noch angeben, wie viel es ist im Prinzip. 1 ist ganz schnell, 9 ist langsam dafür gut komprimiert. So, jetzt haben wir das gesetzt und wenn ich mir jetzt das noch einmal anschaue, vorhin waren es um die 30, haben wir gesagt, ne? Sind wir jetzt bei 74. Das heißt, das ist schon die CPU um. Ich meine, das ist ein i7, was weiß ich was, der langweilt sich sowieso immer. Also da geht jetzt schon ein bisschen mehr weiter. Also da sieht man schon, wenn die Voraussetzungen stimmen, bringt die Kompression was. Ja, aber also der Output von S ist auch relativ deterministisch. Hängt natürlich dann auch, also beim JPEG, wenn ich da jetzt Millionen JPEGs übertrage, dann wird es eher nicht so schön ausschauen. Ja. Aber für Demonstrationszweck, glaube ich, sieht man schön die. Ich könnte einfach die Platte anfangen rauszudehnen, ja, alles. Aber das wollen wir jetzt alles nicht. Wo stehen wir? 5! Okay, ganz schnell. Was man dann noch machen kann. Ich kann dann noch, wenn ich schlechte ein Problem bei SSH sind schlechte Verbindungen, Verbindungsabbrüche. Deswegen möchte man auf der Remote-Maschine dann immer mit einem TMUX oder mit einem Screen arbeiten, damit die Session nicht verloren geht, wenn man aus der SSH-Verbindung rausfliegt. Wie das funktioniert, was das ist und was man damit tun kann, erklärt euch der Sven am Dienstag. Wer nicht weiß, wann und wo, fragt ihn nach der Session. Eine zweite Möglichkeit. Hat wer von euch schon einmal von Mosch gehört? Mosch, wer kennt Mosch? Nicht Mosch Pit? Mosch? Das funktioniert! So, hat jetzt irgendwer gemerkt, wo der Unterschied ist zum normalen SSH? Nein. Mosch ist eine Serverkomponente, die muss ich am Server installieren und die bietet mir dann SSH über UDP an. Weil normalerweise SSH über TCP, Mosch bietet mir SSH über UDP mit lokalem Echo an. Das heißt, das Ding ist sehr, 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 sehr userfreundlich, weil es eine schnelle Rückmeldung liefert und ist sehr unabhängig, was
Verbindungsqualität betrifft. Sprich, wie ich es in meiner Ankündigung gesagt habe, Bahnverbindung Wien-Graz, auch darüber funktioniert es dann. Vielleicht nicht super schnell, aber um schnell was am Server zu drehen, weil irgendwie Feuer am Dach ist, ist es ausreichend. Ich bin ein Debian-Mensch. Für Debian gibt es noch kein fertiges Backerl, aber man bekommt es hin. Ein Link dazu, wie man die Serverseite einrichtet, ist auch in den Slides drin. Wenn es Probleme gibt, sind es meistens bei Mosh, das vielleicht jetzt so aus meiner Praxis, dann stimmt irgendwas mit der Locale nicht, also mit der Lokale. Weil da ist das Mosh aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr empfindlich. Da scheitert es meistens daran. Das war die Geschichte. Dann hätte ich jetzt noch, ich muss immer 3 Minuten so irgendwo. Was ich noch hätte, aber das zeige ich euch dann, glaube ich, lieber nachher. Oder wenn es mich interessiert, kann es sich bei mir anschauen. Weil bis ich das jetzt alles konfiguriert habe, sind wir am Ende, körperlich und nervlich. Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Google. Sprich, ich kann meinen SSH-Server so konfigurieren, das funktioniert auch, ich habe es hier laufen. Wenn ich nicht mit einem Zertifikat komme, sondern so wie ich es ganz am Anfang gezeigt habe, mit Benutzernamen und Passwort, kann ich meinem SSH-Server beibringen, dass ich dann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verlange. Sprich, ich nehme mein ganz normales Google, wie heißt das Teil? Den Google Authenticator, den es für Android gibt zum Beispiel, ich glaube für iPhone gibt es das auch. Sprich, ich gebe mein normales Passwort ein und ich gebe dann die Nummer ein, die mir der Google Authenticator jetzt gerade anzeigt. Und erst dann liest mich der SSH-Server hinein. Und wie kommt das Secret dann von dem Server auf dein Handy? Du musst das einmal am Anfang einrichten. Du installierst das Ganze am Server. Das sind ein Eintrag in der PAMD, ein Eintrag in der SSHD. Und dann muss jeder Benutzer einmal den Google Authenticator starten. Dann wird für den Benutzer das Ganze konfiguriert. Du kriegst dann den Barcode. Du kriegst nämlich auf der Konsole den Barcode angezeigt zum Abfotografieren. und dann ist quasi der Sync da und ab dann kannst du dich, also das ist mehr User quasi einmal einzurichten. Und dann kommt man eben mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung hinein, nachdem wir wissen, 8 Stellen Passwörter dauern mittlerweile ja nur noch Minuten teilweise, je nach Hardware. Das war der Google. Ansonsten der Verweis, wie auch schon beim Sven, auf die Kryptoparty, kryptoparty.at. Dort trifft man Leute, die sich mit dem noch besser auskennen, noch mehr wissen, die auch ins Detail noch einmal mehr gehen können, als ich es jetzt hier konnte. Gibt es in Wien und in Graz, Wiener anwesend oder bin ich der Einzige? Halleluja. Gibt es in Wien auch, meistens im MetaLab, manchmal woanders. Kryptoparty.at hat alle Termine, das war der eine. Falls wer am 26. April nach Wien kommt, es gibt im MetaLab die halbjährliche epische Karaoke-Party. Einlass nur mit schwarzem T-Shirt. Nein. Sehr, sehr empfehlenswert, sehr, sehr lustig. Und unbedingt bitte, weil sie haben es wirklich verdient, die Veranstalter, ins Pentabuff gehen, Feedback ausfüllen. Wenn ihr meint, ich war scheiße, schreibt das hinein, weil dann laden sie mich nicht mehr ein und ihr seid nicht los. Ansonsten kann es euch passieren, dass ich nächstes Jahr mit einem anderen Thema wiederkomme. Unbedingt ausfüllen. Wenn ihr bei jemandem mit einem orangen T-Shirt vorbeikommt, handschütteln, ein Getränk einladen, vor allem in den Räumen. Und danke sagen, weil die sind wirklich super unterwegs. Ich erlebe kaum eine, ich bin auf vielen Konferenzen und kaum eine ist so toll organisiert wie das. Und jetzt hole ich noch einmal Luft, sage vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn es noch Fragen gibt, nachdem wir am Ende sind. Vielen, vielen herzlichen Dank.